Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Haul von mir. Und zwar Nummer 2. Nummer 1 verlinke ich euch hier oben und in der Infobox, falls ihr den Teil noch nicht gesehen habt. Genau, ich würde sagen, wir starten auch direkt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wie immer verlinke ich euch alles unten in der Infobox, was ich finde. Und genau, ich würde sagen, wir fangen mit dem größten neuen Teil an. Das ist nämlich mein neues Stillkissen. Das ist von Hobea und ich habe mich hier für ein graues mit Sternen entschieden, denn mein altes hat leider der Mann für sich geordert und das bekomme ich nicht so schnell zurück. Und deswegen habe ich mich hier für ein neues entschieden von Hobea. Das kann man hier unten auch richtig schön zusammen machen. Und ich habe dazu sogar noch einen extra Bezug, den man hier so rüber spannen kann. Und dann kann das Baby hier richtig schön in der Mitte liegen. So, dann machen wir weiter mit einem weiteren großen Teil und zwar unser Babynest von Lalitzu. Das ist ein richtig schönes Babynest, das ist nämlich richtig schön groß und hat richtig schöne weiche Ränder und das kann man sogar umdrehen. Auf der anderen Seite kann das Kind auch liegen, also richtig, richtig schön. Dann habe ich mir ein Set bei Instagram bestellt und zwar besteht es einmal aus einer Bettschlange. Die sieht so aus, hier mit so einem richtig schönen Stoff und hier mit so Waffelpiqué in Grau. Die ist riesengroß und wirklich total schön. Ich liebe hier diesen Fuchsstoff. Und dazu habe ich mir noch eine passende Decke anfertigen lassen. Nämlich hier auch wieder mit diesem Fuchsstoff. Und außen in richtig schön weich, kuschelig hellblau. Und hier ist auch extra noch so ein Rand eingenäht. Der ist grau. Richtig toll. Ich bin mega verliebt und das wird so, glaube ich, die Hauptbabydecke von dem Kleinen, weil die finde ich einfach so süß und die ist so weich und ich glaube, die kommt auch mit in die Klinik. So, dann habe ich noch eine Babydecke. Ich glaube, die habe ich euch noch gar nicht hier im Haul gezeigt, aber die haben wir schon sehr, sehr lange. Da wussten wir noch gar nicht, was das Baby wird. Und zwar ist die von Kids and Me. Da habe ich euch ja letztes Mal schon mal was gezeigt. Und genau, die ist so grau. Und die ist richtig weich. Also die Babydecken von Kids and Me sind richtig, richtig schön weich. Und da würde ich am liebsten auch die ganze Zeit mit schlafen. Die ist einmal innen so hellgrau und außen so ein bisschen dunkler. Und wie gesagt, richtig schön weich und schön kuschelig. Ja, hat man auf Instagram schon ein paar Mal gesehen, aber ich glaube hier im Haul noch nicht. Und dann machen wir weiter mit einem kleinen Greifring. Der ist aus diesem Makramee, glaube ich, heißt das. Ist so gehäkelt, richtig schön in so einem Grün. Und dazu haben wir auch noch eine Schnullerkette bekommen. Zu einem Vogel drauf und hier auch einmal so gehäkelt. Richtig süß. Ist ja genau mein Geschmack. Dann war ich bei H&M, weil ich einen Gutschein hatte. Und bei H&M ist es immer, ja, schwierig. Ich kaufe sehr wenig Klamotten für mich und ich finde auch fast gar nichts für mich. Und auch für Lia finde ich kaum was, weil, ja, ich finde die Sachen jetzt in ihrer Größe, so 104, sind immer sehr, sehr kurz geschnitten und für mich schon zu weiblich. Das mag ich einfach nicht. Und deswegen habe ich für sie nur zwei Kleider mitgenommen und für mich tatsächlich noch eine Umstandshose gefunden. Aber hier geht es ja um die Babysachen. Und deswegen habe ich dann meinen restlichen Gutschein für den Kleinen benutzt. Alles schon ein bisschen größer, weil ich genau weiß, die Größe tragen sie länger. Und in den Größen haben wir tatsächlich noch fast gar nichts, weil ich bei Lia, also alles von Lia, habe ich abgegeben. In den Größen. Ich habe von Lia nur 50, 56 und so ein bisschen 62 aufbewahrt. Und der Rest ist alles entweder verkauft worden oder zu meinen Schwestern gewandert. Und dementsprechend hier einmal ein bisschen was für den kleinen Buben. Genau, da gibt es ja immer diese 3 für 2. Und da habe ich, wie gesagt, zwei Kleider für Lia gekauft. Und das dritte war dann sozusagen hier so ein Bodysit. Einmal dunkelblau mit Ankern, das ist schon Größe 68. Und einmal so gestreift. Ich liebe ja Streifen. Lia hat denselben Body und ich liebe das einfach. Genau, einmal das Set. Dann konnte ich an diesen hier nicht vorbeigehen, auch wenn die riesig sind. Das ist nämlich Größe 74, das Größte, was es bei Wickelbodies gibt bei H&M. Das Wickelbody war mir gar nicht so wichtig. Ich fand einfach diese Tiere hier so süß und da es sie bestimmt nächsten Sommer nicht mehr gibt, habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das Set jetzt einfach mal mit. Genau, da ist einmal dieser hier mit den Tieren dabei und einmal mit, also einmal in Dunkel oder in Blau.
Ich habe das extra schon in 74 mitgenommen, weil das trägt der Kleine dann nächsten Sommer bzw. Frühling. Und da passt ja das mit den Kurzarmen, weil jetzt 50, 56, obwohl es ein Augustbaby sein wird, werden wir nicht tragen, das weiß ich ganz genau. Und es ist ganz gut, dass mein Neffe genau im Ende Juli gekommen ist. So weiß ich ganz genau, welche Größe wann getragen wird. Und der trägt jetzt 74 und da wird das dann perfekt passen. Genau. Ist ja auch nicht schlimm, das wird nicht schlecht. Wie gesagt, ich hatte einen Gutschein, den ich geschenkt bekommen habe. Und deswegen habe ich dafür gar nichts bezahlt. So, dann habe ich nochmal dieses 3 für 2 genutzt. Und nochmal 3 Sets mitgenommen. Einmal konnte ich hier an diesem nicht vorbeigehen, weil ihr wisst, oder ihr seht, glaube ich, ich liebe Streifen. Da habe ich nämlich hier einmal diese Streifen mitgenommen, auch wieder in 68. Und der andere dazu ist einfach dunkelblau. So, dann habe ich noch 2 in 74 mitgenommen. Weil ich das auch so goldig finde. Und dieses 3 für 2 ist einfach so mega, weil man da einfach immer ein Paket geschenkt bekommt. Da habe ich auch hier die Heißluftballons mitgenommen. Und der andere ist einfach in Mint. Finde ich auch sehr süß. Wie gesagt, schon in 74. Und noch ein Set in 74. Einmal mit diesen Elefanten. Finde ich auch mega süß. Und einmal hier gerippt in Mint. Auch mega schön. Genau, fand ich auch ganz süß. Das sind tatsächlich, glaube ich, auch die fast einzigen neuen Sachen, die ich habe. Der Rest ist alles an Klamotten gebraucht. So, dann hat mich gestern erst ein Paket erreicht und das wollte ich euch auch direkt zeigen. Das habt ihr noch nirgendwo gesehen, nicht mal auf Instagram oder sowas. Aber passt ja perfekt jetzt hier für den Haul. Und zwar sieht das so aus. Und dieser Shop, der heißt, Moment, Luso Babyartikel. Auf Instagram verlinke ich euch, wie gesagt, in die Infobox. Und die machen so kleine Neugeborenen-Sets. Finde ich total süß als ja, Geschenk zur Geburt. Und ich habe mich hier für ein graues Set entschieden. Die haben ganz viele verschiedene Farben und ganz viele verschiedene Varianten. Da ist einmal so ein Holzplättchen dabei. Hello World. Ich liebe ja solche Meilensteinkarten. Die sind ja gerade super beliebt, diese Holzkarten. Brauche ich auch auf jeden Fall noch welche. Eigentlich wollte ich schon welche für die Schwangerschaft haben, aber ich habe da nicht das Richtige gefunden. Und ja, für das erste Jahr vom Baby wäre das auf jeden Fall richtig schön, glaube ich. So, dann ist da ein Greifring dabei, auch in Grau. Also noch ein Greifring, aber eine Rassel. So ein Elefant, der ist gehäkelt, auch richtig süß. Dann ein Musselin-Spucktuch. Auch in Grau. Und sogar noch so eine kleine weiche Haarbürste. Also ich finde, das ist ein richtig schönes Set zur Geburt. Da ist nichts Unnötiges dabei. Das ist alles wirklich richtig toll. Und ich bin ja, total verliebt. So, machen wir weiter mit einem Kleidungsstück. Und zwar habe ich von einer anderen Instagram-Mama abgekauft. Diesen süßen Anzug, der ist aus, ich glaube, Kaschmir. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war der mega teuer, aber ich fand ihn so hübsch. Ich muss ihn einfach haben. Der ist ursprünglich von Zara in Größe 56, ist aber wirklich sehr, sehr klein. Also ich denke mal 50 ungefähr. Und der ist so unglaublich weich, richtig toll. Und ich bin so verliebt. Und ich denke, das wird auch einer der ersten Outfits, so Homecoming oder sowas, weil das ist halt auch nicht zu dick und ich glaube für August perfekt. Also für diese kleinen Neugeborenen dann Body drunter noch. Ich glaube, das wäre perfekt. Ist auch mit geschlossenem Fuß. Ja, mega, mega süß und ich bin, wie gesagt, total verliebt. Dann habe ich noch zugeschickt bekommen von einem Instagram-Shop ein riesengroßes Pucktuch. Genau. Also es ist so ein ja, großes Spucktuch, wo man halt auch eben richtig gut pucken kann. Das ist aus 70% Bambus, 30% Baumwolle und ist 1,20 x 1,20, also wirklich riesengroß. Und ich wollte das jetzt mal mit euch auspacken. Ich wollte es mal einmal anschauen. Den Shop verlinke ich euch übrigens auch in der Infobox. Da gibt es noch mehrere solche Tücher. Und ich finde das so schön mit diesem Eukalyptus hier. Richtig schön, genau mein Geschmack. Und das ist auch mega weich. Das kommt durch den Bambus. Also wirklich richtig schön weich. Und wir wollen diesmal ja ein bisschen mehr pucken und deswegen, ne? Praktisch, praktisch. So, dann kommen wir jetzt zu drei etwas größeren Teilen. Denn wir haben bei Lia eine, also natürlich eine Babyschale gehabt.
Aber wir hatten noch eine Fußmatte, ein Fußsack da drin. Der ist allerdings komplett rosa und dementsprechend habe ich mich für einen neuen entschieden. Und da wir ja diesmal über den Winter gehen, bei Lia waren wir eher so Babyschalenalter, eher so Sommer. Jetzt gehen wir über den Winter und dementsprechend habe ich mir was richtig schön Dickes besorgt. Und zwar so eine Einschlagdecke hier mit Kapuze, ist außen in Grau, innen richtig schön kuschelig weich. Und ihr seht, oh mein Gott, die ist mega, mega dick und mega groß. Und es ist so gemütlich. Ihr müsst da mal auf Instagram vorbeischauen. Ich verlinke euch das auch in der Infobox. Da gibt es auch Bilder, wo das mit einem Baby in der Babyschale drin ist. Und das sieht so kuschelig aus. Und ihr braucht da auch keine Angst haben wegen dieser sogenannten Gurtlose, dass ihr da irgendwie, euer Kind ist da irgendwie in Gefahr. Das haben mir ganz viele geschrieben. Aber das Baby ist ja mit den Gurten hier unter den ganzen Decken. Das kann da ohne Jacke und alles rein. Also es ist perfekt für die kalten Tage. Da könnt ihr hier bei den Füßen einmal das Teil rüberklappen. Und dann rechts und links sind hier noch Teile, die kann man rüberklappen. Und ich liebe solche Einschlagdecken, weil die sind so schön fürs Autofahren. Denn wenn ihr im Auto seid, das Kind hat keine Jacke an. Im Auto könnt ihr einfach das hier aufklappen. Das Kind ist frei, es schwitzt nicht. Geht ihr raus mit dem Kinderwagen zum Beispiel auch. Klappt ihr es einfach zu und das Kind ist direkt perfekt eingepackt, Mütze rauf und hier ist ja auch noch eine Kapuze dran. Also diese Einschlagdecken sind wirklich der Wahnsinn. Und da wir wirklich über den Winter gehen, habe ich mich hier für etwas richtig schön Dickes entschieden. Aber ich habe mich auch noch für eine etwas dünnere entschieden. Für zum Beispiel jetzt August, September, wo es halt noch nicht so kalt ist, beziehungsweise Sommer. Da hatten wir für Lia nämlich genau dieselbe hier, nur die war in auch rosa. Und da habe ich mich jetzt hier einmal für das Ganze nur in blau entschieden. Das ist von Zirpelkind und alle, die ja bei Lia schon dabei waren, die wissen, dass wir auch ganz viel von Zirpelkind haben. Und ich liebe einfach Zirpelkind. Das ist ein wundervoller Shop, ist eine wundervolle Vierfach-Mama, die das Ganze managt mit dem eigenen Laden und alles. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, hier einmal dieselbe dieselbe Einschlagdecke wie bei Lia damals. Mit der kam Lia nämlich aus dem Krankenhaus. Und wie gesagt, war die von innen rosa. Und ich habe mich jetzt hier einfach für die gleiche entschieden, nur innen in blau. Genau, außen dunkelgrau und innen eben in blau. Das ist genau das gleiche Prinzip. Hat hier unten für die Füße ein Teil und dann eben rechts und links. Und sogar noch eine Kapuze, die man aber auch aufmachen kann und nach hinten wegstecken, falls man die nicht braucht. Finde ich auch praktisch. Genau, wie gesagt, dieselbe hatten wir bei Lia auch und da war ich mega zufrieden. Deswegen habe ich mir die jetzt nochmal geholt, weil die eben nicht so dick ist. So, und das letzte große Teil ist ein Schlafsack für zu Hause. Und zwar ist es mega praktisch, weil die Kinder sich halt so die Decke nicht über den Kopf ziehen können, weil die halt hier so eingepackt sind. Und ich finde das auch mega süß. Ich habe das überall bei Instagram gesehen. Ich gehe mal ein Stück zurück hier. So, und genau. Ich habe das überall bei Instagram gesehen, dass die überall in den Stubenwegen liegen und so. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Für so einen Fußsack ist perfekt, so für den Tag. Da können die Kleinen drin schlafen. Das kann man nur so aufmachen. Und dann, genau, sind die richtig schön eingepackt, aber können sich halt keine Decke so über den Kopf ziehen. Da habe ich mich auch für ein blaues entschieden. Ist von District for Kids. Kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Ebenfalls von District for Kids habe ich mir Bips-Schnuller bestellt. Und zwar gehört hier noch ein, Moment, ein Senfgelber dazu. Der ist aber hier schon an der Schnullerkette dran. Das ist so ein Set, einmal ein schwarzer und einmal ein Senfgelber. Und das ist Größe Newborn, glaube ich. Genau, Größe 1, 0 bis 6 Monate. Und Lia hat ja gar keine Schnuller genommen. Das muss ich einmal kurz erwähnen. Sie hat so im Krankenhaus, ja, habe ich ihr den einfach angeboten. Da wurde ich nicht irgendwie gezwungen oder so. Und mir wurde es auch nicht abgeraten. Also im Krankenhaus, die waren da völlig offen. Und ich habe ihr den angeboten. Das hat super geklappt. Sie konnte sich damit sehr, sehr gut beruhigen. Kaum waren wir zu Hause, wollte sie den gar nicht mehr haben. Sie hat immer gewürgt, wenn wir ihr den gegeben haben. Und sie will ihn einfach nicht. Und auch jetzt, wenn sie die Schnuller mal jetzt vom Bruder sieht, oder ihre Schnuller haben wir ja komplett noch, die sind ja alle neu, weil wir die nie gebraucht haben.
spielt sie einfach immer nur mit. Sie nimmt die manchmal in den Mund und zieht den, also kaut hier drauf und zieht es dann so raus. Findet sie super lustig. Aber sie will das einfach nicht. Sie mag das nicht. Deswegen, ja, bin ich gespannt, wie das mit dem zweiten Baby ist. Den einzigen Schnuller, den Lia genommen hat, war einer von Bibs und ein Nuckschnuller. Und dementsprechend habe ich mich jetzt auch hier wieder für Bibs entschieden und werde mir zusätzlich auch noch zwei, drei von Nuck holen, aber nur die ganz kleinen und mehr nicht. Ich möchte da auch keine geschenkt haben, weil ich habe bei Lia die ganze Schublade voll. Genau, also hier einmal dieses Set. Und dann habe ich mich hier noch für ein Set in Mint entschieden. Einmal hell Mint, einmal dunkel. Genau die gleichen, nur eben vier verschiedene Farben. Ja. Und mehr, wie gesagt, möchte ich auch gar nicht besorgen, außer noch ein Set von Nook. So, jetzt habe ich hier schon gerade die Schnullerkette in der Hand. Und einige wissen vielleicht, dass wir noch keinen Namen für das Baby haben. Aber ich wollte unbedingt eine Schnullerkette mit dem Wort Burdi. Burdi ist nämlich einfach Lias Name für den kleinen Mann. Und ich finde das so goldig, dass ich mir jetzt hier eine Schnullerkette habe anfertigen lassen mit dem Wort Burdi. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, ob Leute eventuell denken, wenn er die irgendwann trägt, dass er Burdi heißt. Aber ganz ehrlich, meine Schwester hat mir gesagt, wieso denkst du immer nur daran, was andere Leute denken? Mach doch einfach mal das, was du willst. Und deswegen habe ich sie mir bestellt in einem richtig schönen Naturton. Ich liebe ja sowas, das ist genau mein Geschmack. Und das ist ein richtig toller Instagram-Shop. Sie macht diese Schnullerketten selber und da könnt ihr wirklich alles nehmen. Also ihr könnt da wirklich. Ihr seht ja, Burdi ist, glaube ich, wirklich nicht so oft. Und es sieht einfach so süß aus. Und da habe ich jetzt auch hier direkt schon den Schnuller ran gemacht. Und das ist jetzt die allererste Schnullerkette tatsächlich, die wir, glaube ich, bestellt haben für den kleinen Mann. Richtig süß. Ich bin gespannt. Wenn wir einen Namen haben, wird es bestimmt auch noch ein paar geben. Aber das ist jetzt sozusagen erstmal die erste. So, und ich sehe gerade, mein Kamera-Akku ist leer. Ich möchte euch aber noch ganz, ganz schnell ein Set zeigen. Und zwar kam das heute erst mit der Post. Das ist von Christina Gold, ein Instagram-Shop. Und die macht so schöne Sachen. Einmal haben wir hier eine Decke bekommen in Weiß mit so einem richtig schönen Fell drin. Also richtig schön weich. Ich liebe ja sowas. Dann hat sie uns eingepackt einen mega süßen Body mit einem selbstgemachten Regenbogen drauf. Also der ist selber drauf genäht. Mega süß. Und der Body ist sogar von Hans Natur aus Wolle. Richtig schön. Und dann hat sie uns noch eingepackt einen süßen Kuschelhasen, auch in so Naturtönen. Ein Spielzeug, finde ich total verrückt, habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie so eine kleine Glocke, aber klingelt nicht und die Kinder können die das so richtig schön zerknautschen und drauf rumkauen. Finde ich auch mega cool. Mal gucken, wie das ankommt. Und dann auch schon die ersten Meilensteinkarten für das Baby erste Jahr. Die sind auch richtig schön. Das Design gefällt mir richtig gut. Ich liebe ja sowas. Und die ähnlichen, also solche ähnlichen habe ich ja auch schon für die Schwangerschaft jetzt. Und das Allerschönste, oh mein Gott, ich bin so verliebt. Also bei ihr, wenn ihr auf Instagram schaut, sie hat so schöne Stricksachen und sie hat uns auch ein Set eingepackt und zwar auch in Beige. Einmal hier so ein Jäckchen. Noch mega süß. Das ist ein bisschen größer. Ich glaube, steht hier eine Größe drin? Nee. Ich schätze, ist mal auf 62 so. Genau, mit einer passenden Hose. Richtig süß. Ich bin so verliebt. Also, oh mein Gott. Ich könnte bei ihr den ganzen Shop leer kaufen. Das ist so genau mein Geschmack. Richtig, richtig toll. So, und jetzt ganz schnell die restlichen drei Teile. Einmal habe ich noch einen Einteiler bei Vinted ergattert. Einmal mit so ein bisschen Hasen drauf. Finde ich richtig schön. Das ist von Name It und auch in einer ganz, ganz kleinen Größe. Dann wurde uns bei Instagram noch etwas angefertigt. Und zwar ein Body mit kleiner Bruder. Voll süß, ist so drauf geplottet. Das ist von Herzsprung auf Instagram. Und auch richtig süß, ein Body mit Babyboy 221. Auch richtig goldig. Ist auch von Instagram, verlinke ich euch auch. Der ist auch schon in 62, 68. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon. Das war wieder der Babyhaul Nummer 2. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten dabei. Ich denke, es wird auf jeden Fall noch einen dritten geben.
Ich wollte auf jeden Fall noch kurz was zum Thema Kinderwagen sagen. Wir haben uns nämlich für einen Kinderwagen entschieden. Der kommt jetzt die nächsten Wochen an. Der hat eine sehr, sehr lange Lieferzeit. Aber da werde ich euch dann auch berichten, den werde ich euch dann auch zeigen. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!